Moin und herzlich willkommen zu einer neuesten Folge von Stalker 2. Ja, nachdem ihr die gesehen habt, ist sie nicht mehr die neueste, aber naja, so ist das halt. Wir sind hier. Right along faces. Let me cheer you guys up. Ja. It's the zone's first year. A young scientist is making a list of known mutants. What should I name the one that sucks blood? He asks his colleague. Just write down whatever the stalkers call it. How do I choose? The ordinary ones call it a bloodsucker, the veterans call it a sucker, and the rookies just call it... Der ist gut. I should have kept my first artifact as a memento. Ich schreibe mal auf, was sie meinen. Ich bin schnell, wenn sie... Naja, ey, da ist ja Yoga. Base Nuker, kannst du nicht schlafen oder was? Geht's hier so wie mir? Wer ist der Boss? What you want? Nach dem Fühler. Was gibt's Neues? What if the mutants are just pissed off because we keep shooting at him? I can't stop thinking about it. See you. Ja, genau. Vielleicht deswegen. Oh, wir sind völlig überladen, ne? Ach verdammt, da war ja was. Da war ja was. Ja, wir haben eine geile Knarre. Wir haben die Quest erledigt. Die hier soll wohl ein bisschen broken sein. Die mit Bubba. Hier Bubbas PDA. Aber naja, wir sind mit Schachmann begegnet. Wir haben auch noch nicht sein Lager leer geräumt. Aber egal. Wir wandern jetzt erstmal wieder zurück. 800 Meter. Ah, das wird eine lange Reise, Leute. Und ich habe Gerüchte gehört von einem Artefakt, was einem plus 40 Tragekapazität geben soll. Aber wir haben noch kein legendäres Artefakt gefunden. Wir haben bestimmt schon mal irgendwo ein Easter Egg oder so übersehen. Was ich auch auf dem Screenshot gesehen habe, ist ein Easter Egg von Harry Potter. Naja, vielleicht finden wir ja mal eins, vielleicht auch nicht. Wir zocken es einfach. Oder warte mal hier noch. Boah, ich habe 91 Kugeln. Warum habe ich 91 Kugeln? Ich bin mit 30 aus dem Haus gegangen, ne? So, das ist mega dunkel. Ich habe Angst. Das wäre nicht so eine schlaue Idee, jetzt dahin zu gehen. Naja, was soll schon schief gehen, ne? Wir haben die Macht der Schnellspeicherung. Eine Bubbel? Sehe ich da eine Bubbel? Ja, da ist eine Bubbel. Aber sehe ich noch was anderes? Die Bubbles nicht berühren. Die machen komische Geräusche. Folgen die mich? Nö. Hier wird der Mond reflektiert, aber er ist gar nicht da. Okay. Ah. Hier liegt einer. Na, was liegst du denn hier rum? Geh weg, Bubbel.
Oh, wir kommen der Sache schon näher. Da ist es. Ein Horn. Na toll. It exploded right in my front. Geh weg. Die bewegen sich ja doch. Geh weg. Irgendwas? Was kann es denn? Ah, wir können das auch so untersuchen. Ah. Habe ich gesehen. Kann ich gesehen, was es kann. Chemieschutz. Handwerker auf dem Festland schnitzen aus diesem Artefakt ein Musikinstrument, das an dem Jagdhorn ähnelt. Der Klang des Horns erinnert an das eindringliche Heulen des Herbstwindes. Ach so. Na, wenn es mir nicht ist. Liebe diesen Detektor. Geh weg. 400 Meter. Komm, wir trinken mal Energy hier. Und mit den Sachen, die wir haben, machen wir bestimmt gut Plusse. Ich glaube, ich schmeiße die Artefakte aber erstmal in die Kiste. So dringend brauche ich die Kohle jetzt nicht. Und was ich auch wohl gelesen habe in den Steam-Diskussionen ist, jemand hat nach einem Techniker für Exoskelette oder für die High-Tier-Teile gesucht. Und den Techniker kriegt man halt nur durch den Story-Fortschritt. Also hier alles abzuklappern und die ganzen Regionen abzusuchen und so, lohnt sich wohl nicht ganz so wie erhofft. Also werden wir dahin gehen und ein bisschen Story und Mission machen. Aber keine Sorge, wenn ihr gerade am Schlafen seid, ist ja gleich 3 Uhr mitten in der Nacht. Ich nehme das ja alles auf. Muss ja sowieso morgen alles rendern und dann noch ein paar Folgen hochladen und so. Morgen Abend geht's ja. Also Donnerstagabend ist es jetzt heute. Donnerstagmorgen quasi. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Also Donnerstag um 20 Uhr gibt es sowieso den Stream, aber wenn ihr das seht, ist sowieso schon eine Woche vergangen, glaube ich. Immer ein bisschen komisch, ne? Jetzt gerade streamen man, aber wenn die Folgen rauskommen, dann ist erst, naja, 4 Tage später oder so. Und wenn man dann von irgendwelchen Ereignissen quatscht, dann liegt es für euch ja schon in der Vergangenheit, obwohl es jetzt ja gerade noch in der Zukunft liegt. Aha. Manche nennen sowas Mindfuck. Da haben wir es ja. Da hat Olli Schiffskin. Hat ja gerade ein Zombie. Naja, und viele Leute berichten halt von FPS-Einbußen oder extrem Abstürzen. Aber wir sind bisher doch durchaus verschont geblieben. Naja, in solchen PC-Gebieten ist es normal, dass die Framerate ein bisschen einbricht. FSR 3 könnt ihr voll vergessen. Wir werden mal ein bisschen Zeug verkaufen. Hey, uhu, alles klar, Mann. Sie geile Sachen, aber du verkaufst sie nicht, ne? What's the hold up? Just tell me what you want. I tell you what I want, I really, really want. Don't tell me what you really, really want. I wanna say something, yeah.
Zum Beispiel das hier. Und das hier. Und 9 Wurst. Und davon ein paar. Und davon auch ein paar. Und 12 Wodka. Und ich glaube, wir machen so das. Das. Davon auch noch ein paar. So. Was für den Notfall. Das Ganze haben, das Ganze haben, das Ganze haben, das Ganze haben, das Ganze nicht haben. Die kriegst du auch noch. Was würden wir denn dafür kriegen? Ja, 3000. Dafür auch 2500. 2587. Naja. Ausrüstung hat nur ein bisschen gelitten. Das ist für die Truhe. Good. Good. Ey, da liegt noch ein Zettel. Schuldstein. Ich, Alexander Mutko, verspreche innerhalb von 3 Monaten meine ausstehenden Schulden an Frau Sofia Avramenko zu zahlen. Er hat überzogen, sagt Meißel. Er soll mal mit ihm reden und gebe ihm sicherheitshalber Munition mit. Das klingt ernst. Okay. A live stalker. It's all right. I can fix that. Ja, halt mich mal. Looks like you're dying. Ah, just messing with you. You'll be fine. Du bist ein echter Scherzkeks, weißt du das? Ha ha ha. Was haben wir alle herzhaft gelacht? So my pals packing some serious heat. Look like war guns. Die nehmen, was kostet die denn in der Reparatur? Ich würde eigentlich am liebsten wieder die mitnehmen. Aber die F-Mod kostet genauso viel. Aber die Vorrat echt mehr Durchschlagskraft. Ja, ich würde sagen, wir sparen uns das auch. Die ist zwar ganz geil. Weg hier. Nehmen wir die normale mit. Was haben wir denn an Munition? 300. Und dann brechen 700, davon haben wir 800. Oder wir bleiben erstmal ein kleines bisschen dabei. Und schmeißen wir das hier mal alles weg. So. Jo. Gehen wir mal noch zum Kollegen hier. Ich hab seinen Namen vergessen. Okidoki. Ach, Tüftler. Need something. Was ist das? 2000. Schutz macht die gar nicht. Naja, 50% von 0 ist immer noch 50%, ne? Bisschen Chemieschutz. 7300 und ein bisschen Wärmeschutz. Your gun is. Ja, ja. Wieder eine bessere Maske. Ja, kein Strahlungsschutz. Eher 6. Ist die eher 10. Eigentlich ist die sogar besser.
Also vielleicht können wir da ja noch was dran verbessern. Was sich lohnen würde. Need something. Ups. So, der braucht das auch. Chemieschutz. Strahlungsschutz. Wärmeschutz. Kann er nicht installieren. Achso, deswegen. Nee, kann er einfach nicht. Naja. Alright. Oh, da können wir eigentlich wieder gehen, oder? A buddy of mine saw someone get caught in a whirly gig again. On the road to Rostock. Some rookie burst like a plum right next to him. So, my buddy, he's just standing there, frozen. And the chump is like dripping down on him. Tried everything. Washed his face with water, with vodka. Still, every time someone opens a can of grub, he gets this feeling crawling down his spine. Like, for real. Why the hell did you remember that? I bet my ass you never heard this one. A stalker calls his pal. I need help. I've got this tough problem. His pal is like, maybe you shouldn't bite what you can't chew. He says, tell it to the thing that's got its teeth in my ass. Hey, ich glaube, so langsam fängt es an mit dem Bugs, ne? Immer mit ihren geilen Witzen, ne? Hier kommt man nicht rein. Nee. So, wohin wollen wir denn? Naja, können wir eigentlich auch hier dran vorbeikommen, oder? Ach, gehen wir hier lang. Das sieht auch so aus, als wäre da irgendwas, ne? 400 Meter. Munition haben wir. Repariert das alles wunderbar. Wir haben mehr Strahlungsschutz. Da freue ich mich. Hier die Gegend ist nämlich krass verstrahlt. Und ich laufe einfach fest durch den Sumpf. Warum auch nicht? Ah, endlich wieder. Ich wollte jetzt irgendwas Glorreiches sagen, aber mir fällt gerade nichts ein. Leere Taschen. Das ist nicht glorreich, aber naja. Ja. Und so wandern wir einfach weiter. Na, und wenn NPCs hinter uns spawnen, dann werden wir meistens einfach wegrennen. Die kommen uns eh nicht weit hinterher. Und es gibt wohl Mods, die das quasi verhindern sollen. Und mit dem A-Life-System so ein bisschen rumspielen. Aber ich bin mal gespannt auf die Patch-Notes. Und auf den ersten wenigen Patch. Und dann sehen wir mal weiter. Hier ist doch irgendwas im Argen. Man muss schon aufpassen. Das ist hier halt kein Rush-Through-Game, sondern ein nimm dir ruhig ein bisschen Zeit mit, genieß die Atmosphäre, erkunde ein bisschen in Ruhe. Mehr so gemächlich das Gameplay. Kann ich erwarten, dass das hier wie ein Battlefield ist oder so, wo man einfach von Punkt A nach Punkt B rennt. Und dann ist gut. Oh, falsche Knarre. Mist. Jetzt haben sie mich aber hier in der Ecke.
Lass mich in Ruhe. Nimm doch die Knarre. Durch einen Tritt blutig. Muss ja echt spitze Schiefe gewesen sein. Wie das Magazin immer rauswirft. Ne? Ich habe auch eine Mod gesehen, die aus diesen blauen Patronen rote macht. Ne? Aber kann man sich dran gewöhnen. Das ist halt die neue Zeit. Ne? Ist jetzt der Loot. 10 Meter. Ist das hier oben drauf, oder was? Kommen wir denn da hin? Hier aus. Was? Hä? Nein. Was ist das für ein Ball? Einfach nur ein Ball. Das ist einfach nur ein Ball. Okay. Ah. Oh. An den können wir gut verkaufen. OZK Gründungsdingen. Den haben wir nämlich schon. Ich raus. Na, mit so ein bisschen mehr Strahlungsschutz fühle ich mich doch auf jeden Fall sicherer. Wieder so viel Kram. Da schönes. Das ist einfach nur ein Wumble, der hier rumrennt. Ah, verdammt. Ah, lass mich weg hier. Anders nur zwei. Ein Geh weg. Ich den Typen looten, ne? Au, das war so klar. Anomalie. Alleroberste Güte.
Ah, Edge stehst du da, ne? Ah, genau. Weiß nicht, was du machen sollst. Ha. Ich nämlich auch nicht. Okay, da sollen wir vielleicht nicht hin. Ich würde aber eigentlich gerne zu dem Haus hin. Hier von außen dahin. Das sieht doch noch Looper aus. Na klar. Oder auch nicht. Leer. Mist. Dann mal ein kleines Stück. 5 Snorkels. Ah, ich hänge. Ah, er lässt mich nicht los. Mist. Komm schon. Das macht es ja schon fast wieder gut, dass hier 5 Snorkels waren. Ne? Ah. Ja, kann man ein bisschen Plus mitmachen. Ohne Meter in die Richtung. Diese unheimlichen Sümpfe hier. Weiß schon, warum ich diese Gegend eigentlich nicht mag. Zu viel Buschweg. Genau drauf. Wow. Oh. Was ist es denn? Muss ja hier sein, ne? Das ist genau da oben. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich lade das mal eben kurz, Leute. Ich werde jetzt nicht eine Stunde rumsuchen. Und dabei alle meine Medis verschwenden. Ne? Das muss ja auch nicht sein. Ach, verdammt.
Einfach runtergefallen. So sollte es nicht laufen. Sogar bis hier oben hin. Ja. Müsste halt genau hier sein, ne? Hier blitzt auch hier was auf, aber man sieht's nicht. Ah, ein Feuerball. Aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Wow. Einfach zur Welt durchrennen. Oh, was haben wir denn Schönes? Gewöhnliches Feuerbaum-Artefakt. Na toll. Hat sich das gelohnt? Nehmen wir es hin. Oh, was haben wir denn noch Schönes hier? Boiler. Ja, der Name ist aber auch Programm hier. Beim Boiler. Ja, hier ist noch ein Chip. So ein alter Lastenkern oder was? Okay. Versteckte Kleinigkeiten. Neues Versteck. Würde ich sagen, gehen wir hier hin. Dann sehen wir mal weiter. So, erstmal Füße abkühlen. Ne? War ja gerade warm genug. Oh, nicht ins Tiefe rein. Das wäre ja auch keine. Nasse Füße brauche ich nicht. Alte Füße, ja, aber nasse Füße. Wir ignorieren die einfach. Hier irgendwie drum. Ja, genau, die treffen mich aus der Entfernung. Soll mich mal in Ruhe lassen hier. Was sollen die denn sein? Ne? Oh, hier haben sich so ein paar Leute richtig gemütlich gemacht. Ah, der ist auch hier. Bedrohung. Wir hatten eine Abmachung. A legend, eh? Or should I call you Snag? We had a deal. Your stash turned out to be bullshit. Fuck! It's that prick! Take him down! Oh no. Get him, boys! Oh, ich habe Lex die Legende gerade erschossen. Sorry. Was hat er denn? Der PDA von Lex der Legende, auch bekannt als Betrüger, seine Nachrichten offenbaren. Eine gut durchdachte Betrugsmasche. Lex hat sich eine einflussreiche Position erschlichen und gleichzeitig mit dem Boss Geschäfte gemacht. Am Ende hat ihn davon nichts genützt.
haben wir denn hier? Betrüger. In letzter Zeit rücken wir beim Flohmarkt irgendwelche Idioten auf die Pelle. Ich brauche Unterstützung. Du kennst meine Preise. Klasse, aber die Männer sollen sich anständig anziehen. Kein Problem. Wir haben gestern erst ein paar Einzelgänger umgelegt. Und sie sollen mich Lex die Legende nennen. Ich muss ja jeden Schein wahren. Irgend so ein neugieriger Hurensohn hat gestern zu viele Fragen gestellt. Ich habe mich rar gemacht, aber ich habe so das Gefühl, dass er mich weiterhin nerven wird. Ich brauche noch ein paar Männer mehr, nur zur Sicherheit. Aran, bist du da? Hast du deinen PDA verlegt? Oder wo ist Hollo? Tja, okay, haben wir ihn in den Arm. Ja. Er erzählt jetzt keine Flausen mehr. Ja, Spaß 14 Regeln, ne? Ohne Frage. Lecker Wurst. Hier irgendwo noch ein Station oder so? Ne. Na, wenn es hier einen gibt, haben wir ihn bestimmt übersehen. Aber der betrügt niemanden mehr. Erst mal überlegen, ob wir ihn nicht doch in Ruhe lassen sollen, aber naja. Die Zone nimmt, die Zone gibt, ne? Ah, komm, lass mich in Ruhe, Einfach weglaufen. Und Haken schlagen. Ganz wichtig, Haken schlagen. Boah. Was da an Munition drauf geht, ist es meistens gar nicht wert. Ah, ist ja eine tolle Gegend hier. Was für ein Ort ist das? Mit einem Zombie. Steht hier denn? In seinem letzten Austausch sprach Brumm damit, dass er bei das Versteck eines Wissenschaftlers plündern wird, wenn er die Leiche mit dem Passwort findet. Offenbar hat die Leiche mit dem Passwort ihn zuerst gefunden. Was haben wir? Halsband vom Versuchsobjekt 48. Halsband vom Versuchsobjekt 48. Guck mal die Lampe nicht an. In die Fresse.
So geht's doch eigentlich am schnellsten. Ach komm, bloß nicht so nah. Hey. Au. Oh, hat er jetzt da vorne. Eigentlich kann er noch eine. Was jetzt? Auch jemand? Berg 48. Durchgerät vor mir haltbar. Die Innenseite ist mit metallenen Elektronen ausgeteilt, die direkt aufgetaktete Träger herstellen. Ex auf dem Halsband. Finnische Gens 24 4824. Vier, acht, zwei, vier. Oh. Vier, acht, zwei, vier. Meter da in die Richtung. Voll die tolle Gegend hier. Ja. Und schon sind wir wieder voll. Zombies! Genau! Aber auch ein Zombie kann sterben. 4, 8, 2, 4. Ah, da ist noch was. Kommen wir ja wieder raus, ja. Wow, Herkules, maximales Gewicht plus 20 für 5 Minuten.
Naja. Hat jemand seine Medizin genommen? Ja, das war's hier soweit. Ah, wir können hier noch hoch. Aber warum? Gibt's hier noch was? Nagelneue SVD, das Passwort ist 1. Nein, leider nicht. Na toll. Nur 0,2 Kilogramm extra. Für immer. So, bestimmt da drauf, oder? Flüssiger Stein. Ah. Ja, der sieht sehr flüssig aus. 13 Meter. Sollen wir denn da hinkommen? Kann man den Kran hier noch benutzen? Was kann er denn? Ahnungsschutz Maximum, Chemieschutz. Ein seltenes Artefakt, das in Säureanomalien zu finden ist. Zu den weniger offensichtlichen Eigenschaften des flüssigen Steins gehört, dass er einen schwerzulernenden Effekt bei Migräne hat. Für diese Wirkung muss das Artefakt am Körper getragen werden. Ahnungsschutzmaximum, Chemieschutzmaximum. Und dann könnten wir hier quasi noch eins einbauen und zwei von den Sprungfedern benutzen, oder? Ist ja geil. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt, das Artefakt, ne? Ende weg von Stromkabeln, oder was sagt er hier? Können wir auf jeden Fall noch mehr Kram tragen. Ne? Wie komme ich jetzt da dran? Wie soll das gehen? Kommt da nicht rein, wir können hier nichts machen. Da drauf steht, weiß ich nicht. Hier geht auch nichts. Hier hat einer seine Kippen liegen lassen. Da geht auch nichts.
Ich hätte jetzt erwartet, dass wir das Gewicht irgendwie sinken können. Oder dass der Blattsacker ist. Ah. Das ist euer Ernst, da hoch, dann da lang. Darüber. Schaffe ich ja gar nicht mit vollen Taschen. Wo würde ich das schaffen? Seh dich doch. Überspeichern. Zersch. Er ist da hinten, ne? Hui. Nein. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Der wollte nicht rennen. Mist. Hä? War ich nicht gerade hier noch gespeichert? Oder meinte der, ich kann da nicht speichern? Geben den Typen mal alles hier. Wie wird gespeichert? So, mit Anlauf. Naja, bisschen panzerbrechend. Oder auch nicht. Aber wir können zum Glück da einfach dran springen. Ganz Kram wieder, dankeschön. Naja, zum Glück ist der Blattsacker jetzt nicht da. Ob es hier sonst noch irgendwas Interessantes gibt? Ich glaube, das Wichtigste haben wir aber. Ein super cooles Artefakt. Kommen wir da noch nicht mehr hin. Wie weit ist das denn von hier aus zurück? Ah, schon ein Stück, ne? Ein Stück. Versteck eines alten Stalkers. Verstecktes Zeug. Ja, wir müssen die andere Sprungbäder unbedingt mitnehmen. Aber wir können das Ding ja eigentlich schon einsetzen, oder? Stein. Ja, Chemieschutz. Kommt man hier durch? Oh.
Wir kommen da nicht rüber. Nicht in unserem Zustand. Ist ja doof. Von hier aus gibt es keinen Eingang oder was? Na, es gäbe eine Möglichkeit da hoch. Wenn wir denn bloß die Ausdauer besitzen würden, zu springen. Ja, gute Frage, nächste Frage, Base Nuker. Kann sein, dass du in einem Jahr eine andere Version von diesem Spiel siehst und es dann auch DLCs gibt und sowas. Oder kämen wir da rein? Aber wenn du dich jetzt nicht krass spoilern lassen willst, was die Story angeht und so, dann würde ich da eher sagen, guck's dir nicht an. Aber als Creator, der in mir steckt, würde ich sagen, guck's dir auf jeden Fall an und spiel's dann selber nochmal. Also es gibt verschiedene Arten, das durchzuspielen. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, jedes Mal irgendeine Quest zu erledigen und so. Und so hat dann jeder so ein bisschen seinen Stalker. Ist 800 Meter. Ne? Ist aber Radiation High. Ja. Radiation is high. Na, jetzt kommt bloß nicht auf die Idee, hinter mir irgendwas zu spawnen. Was mich gleich noch angreift. Na, 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 geh weg, weißer Feind. Na, na, na. So nicht. Sieht nach einem coolen Spiel aus, auch wenn du keine Ego-Shooter-Spiele spielst. Aber musst du ja auch nicht, ne? Aber es ist ein Spiel, auf das man jetzt über 14 Jahre gewartet hat. Oder 17 Jahre, was dank gewissen anderen Nationen sogar noch verzögert wurde. Und dann ist das Studio auch noch abgebrannt. Man kann sogar aus der Dose trinken. Man kann sogar aus der Dose essen. Ja. Immer die gleichen zwei Schwabbelstücke. Jetzt soll ich mal speichern. Oh, dann müssen wir gleich nochmal wieder zurück. Ja. Ja, und man kann auf PC das Spiel halt modden. Also es gibt jetzt ja schon über 17 Seiten Mods auf dem Nexus für Stalker 2. Also man kann es auch so modden, dass quasi die Tage länger sind, dass Items weniger Gewicht nehmen oder man mehr Ausdauer zum Rennen hat oder so. Ich will das erstmal Vanilla durchzocken, bevor ich mir das zäher modde. Was ich bei einigen Spielen schon geschafft habe, dass ich da so viele Mods reingepackt habe, dass ich am Ende irgendwie gar keinen Bock mehr darauf hatte. Nur noch 65 Meter. Ich
Aber man kann sich hier die ganze Zeit mit Energy Drinks zuballern, wenn man Bock hat. Ne? Ich möchte jetzt hier irgendwie lang. Ich muss außen rum, weil. Da lang. Toll. Hätte besser hier lang gehen sollen. Boah, ich habe mir vorhin noch mal Charlies Farm angeguckt. Alter. Der Film nimmt ja keinen Schwanz vor dem Mund. Hey, was ist das denn Geiles? Sieht ja cool aus. Ist hier noch ein Artefakt versteckt? So habe ich. Sieht aus wie so Irrlichtchen. Und will ich es riskieren, da jetzt reinzulatschen? Geh weg. Wird einfach komplett dunkel. Alter. Was zur Hölle? Wahrscheinlich im Ziehanzug, oder? Oh, ich werde von imaginären Viechern angegriffen. Okay. Wird einfach voll dunkel. Richtig kaputt machen. Lass mich in Ruhe. Geh weg, du imaginäre Schwein, du kannst mir nichts. Weg imaginäre Ananas. Da gibt es doch bestimmt so ein super Artefakt oder so. Aber da gehen wir in der nächsten Folge hin. Aber ich nehme den Eva-Anzug mit. Eva die. Jetzt muss ich hier einmal komplett umlatschen. Ne? Nein. Genießen wir den Nachtspaziergang hier. Sollte sich so bloß nicht unterwegs verlieren, wer? Vielleicht nehme ich noch ein, zwei Psi-Blocker mit. Könnte wohl nicht schaden. 5 Minuten später sind es immer noch 560 Meter. Aber wir müssen auch noch ins Giftloch rein und so, ne? Ja. Ich habe vom Mittwoch auf Donnerstag immer so ein Problem. Ich muss Mittwoch eigentlich früh aufstehen. Am Donnerstag früh aufstehen. Dann habe ich vielleicht immer noch so 5 Stunden. Aber ich komme dann abends nicht zur Ruhe, so nachts. Zwischen Mittwoch und Donnerstag. Und dann denke ich mir so, komm, dann liegst du halt einfach eben 1 Stunde im Bett. Und dann machst du noch was am Rechner. Im Moment habe ich halt einfach Bock auf Stalker. Einfach ignorieren die Gegner. Einfach ignorieren. Hatten das nur. Ich glaube, der Eva kann sowieso mehr Kilos mit sich rumtragen, ne? Müssen wir da hoch?
Wir müssen wieder rum. Aber wir müssen hier rum, ne? Sollte echt nicht so viel Kram mitnehmen, wie ich das immer mache. Das ist nicht gut, oh. Ja, 280 Meter, aber wir müssen hier einmal rum. Ja, das stimmt wohl. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es keine echten Abenteuer gibt. Naja, bis auf das Weltall, aber das schleift eher so vor sich hin. Also hätte ich die Möglichkeit, würde ich direkt mit ins All reisen, ne? Was ein tolles Spiel es gibt, lass es uns tun. Es ruft die ursprünglichste Ebene des Menschen an. Ja, das ist wahr. Deswegen ist Fallout ja auch so beliebt und so, weil es einfach ums Erkunden geht. Unbekannte kennenlernen. Der Forscherdrang, den man so verspürt. Und deswegen war Stalker ja auch schon immer sehr beliebt. Das ganze Mysterium hier um das AKW von Tschernobyl und so. Dann die ganze Veränderung, das postapokalyptische Thema so. Obwohl quasi die Außenwelt noch völlig in Ordnung ist, das spielt sich ja nur hier in dieser Zone ab. Also, der Typ kommt ja von außerhalb, der weiß ja, dass die Welt außerhalb eigentlich ganz normal ist. Nur das Abgefahren ist halt hier, in diesem Bereich. Um Pripyat und um das AKW. Bei Fallout ist es halt einfach, ja, was wäre wenn, ne? Nach dem Dritten Weltkrieg, 200 Jahre später, alles ist irgendwie im Arsch. Niemand baut irgendwas Vernünftiges wieder auf, alle leben in nämlichen Dreckshütten. Die ganze Welt hat sich geändert. Lass uns erkunden gehen, ne? Die Welt ein bisschen kennenlernen. Und mittlerweile muss man ja sogar auf dem Mount Everest Schlange stehen. Das muss man sich mal vorstellen. Auf einem 8000 Meter hohen Berg musst du eine Nummer ziehen, damit du da eine Minute pausen kannst, um dann wieder abzuhauen. Das sind Leute in der Warteschlange erfroren. Das muss man sich mal klar machen. Also bevor ich sowas machen würde, würde ich mir eher die Kugel geben. Also, beim Warten auf Mount Everest erfroren. Ja, ernsthaft. Das sind Leute in der Warteschlange gestorben auf Mount Everest. Kannst du dir nicht ausdenken, ja? Oh, komme ich hier lang? Nein. So kurz vom Ziel und doch so weit entfernt. Ja, lass mich hier hoch. Ja, move, move, los. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhat, aber ihr schafft das schon. Ja, finde die Ratte. Ah, irgendjemand hat's gefunden. Das ist ja gut. Die Tür zu. Warum ist die Tür zu? Ich weiß nicht, wer Freund und Feind ist. Kann ich mal ins Schild, bitte?
glaube, das macht das Spiel extra. Das war, glaube ich, auch schon in den anderen Teilen so, dass wenn hier irgendwie ein Angriff stattfindet, die Tür hier einfach zu ist. Die werden das ja wohl noch schaffen, ne? Das ist doch alles wieder gut. Ne? Verstehen gar nicht, wo das Problem ist. Niemand ist gestorben. Ihr habt gewonnen. Tritra Tulana. Jo. Jetzt sagt das auch. Zack. Automatiktür. Ich habe deinen Koffer immer noch nicht, sorry. Ich habe andere Dinge zu tun. Hey, ich habe Zeug für dich. Ja. Kann ich nicht verkaufen. Zoll geben wir schon mal 1000. Ja, 14, 22.000, 30.000. Haben wir doch gut Plus gemacht. Feuerball behalten wir. Ja. Kannst du auch haben. Komm hier, ein bisschen Wurst. Was sind davon? Rest ist für die Kiste. Auch haben. So. Bin ich doch schon mal glücklich. Ach, geh, Banane. I'm so sick of sitting on my ass all day. Why won't the Sultan give me something to do, a real gig? So. Your gun is. Ah, your gun is blah blah blah. Oh. So my pals packing some serious heat. Look like warp guns. Berliners Termine. Nibbeln, abgebrühte Bockja, Feike Meißeln, Shaker Meißel, Arthur Tatze, 21 Uhr, frei. Na du, oh. Noch irgendwas zu sagen? Ja. Habe ich mir auch hinter. Aber ist die Frage, sollen wir den fetten Anzug mitnehmen? Also, ne, die brauche ich ja gar nicht im Moment. Seeige Strahlungsschutz mit. Das kann weg. Wow, das war knapp. Der hat nämlich Drang, der hat nämlich Ziehschutz. Den hier nämlich mal hier lassen. Maximum. Dann habe ich noch eine Sprungfeder, Widerstand Mitte, Strahlung Mitte. Kann ich beide reinballern? Ich könnte quasi hier auch noch einen vierten mit reinballern, ne? Wenn ich einen guten hätte. Schwach, schwach, Mitte. Mitte, Mitte. Widerstandsfähigkeit. Schwach, schwach. Ja, so können wir 92 mit dem tragen. 86. Ja, aber der macht halt auch noch Chemieschutz. Zu den wenigen offensichtlichen Eigenschaften des flüssigen Steins gehört, dass er einen schmerzlindernden Effekt hat. Genau. Oder wir machen hier in den Anzug nochmal einen rein. Da wir damit auch noch plus 8, dann könnten wir 100 tragen.
Okay. Needs up. Ja, kannst du hier irgendwas anändern? Kann der alles nicht. Neu. Kannst du auch nicht. Kann der alles nicht. Ja, damit könnten wir das sogar auch machen. Rückengerüst. Kann aber auch nicht tunen. Nee. Your gun is your... Jo Leute, es regnet, die Folge ist vorbei. Beim nächsten Mal gucken wir uns das andere Ding nochmal an. Ah, ich wollte noch Ziehblocker mitnehmen, ne? Vielleicht hilft das ja sogar. Ich das jetzt vergesse. Ich nehme mal zwei Stück davon mit. Seeigel. Hm. Lassen wir auch mal hier. So. Jetzt aber wirklich hier. Oh nein, jetzt läuft es schwer. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerd Lorelei, Sascha Tevis, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde, Killer Wotan und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, gehabt euch wohl und ich sag, bis denn dann.